Willkommen Leute, zurück zu Let's Play Mario Party 2. Das Projekt hatten wir Anfang letzten Jahres mal angefangen, irgendwann pausiert und ich möchte das jetzt einfach beenden und durchbekommen, dass wir dann Zeit haben, um uns mit neuen Projekten zu kümmern. Deshalb möchte ich das auch noch dazwischen schieben, weil ich es auch beenden möchte und ihr seht es hier, es sollte nicht so lange dauern, dieses Projekt. Ja, ich habe den neuen Test-Stick, sodass wir das jetzt in 4.3, also im Breitbildformat haben und nicht im 4King-Format, wie wir es noch bei dem alten Partner haben. Ab hier ist das jetzt im Breitbild, was, denke ich mal, für alle Beteiligten aber auch deutlich angenehmer sein sollte. So, wir hatten damals im Let's Play hier das Pirate Land gemacht. Falls ihr euch nicht mal daran erinnern könnt, ich verlinke euch die Playlist in der Videobeschreibung. Wenn ihr jetzt auf das i klickt, kommt ihr auch nochmal darauf und zu anderen, ich glaube 4 oder 5 Parten war es schon, die wir bis jetzt hatten. Und hier mit dem Westernland fangen wir nun an. Well done! Also, das Text ist ja leider auf Englisch, weil ich auf der Wii U Virtual Console spiele, da gibt es das nur auf Englisch. Im dritten Teil kommen dann wieder Original spielen. Also, first we have to choose the game settings. Als erstes müssen wir die Game Settings managen. Wie viele Spieler werden das Spiel spielen? Ein. Ich hoffe, das habe ich jetzt auch richtig gewählt. Und wir sind diesmal. Sind wir mal Yoshi. Und dann die drei Charaktere für den Computer: nehmen wir Donkey Kong, Mario und Peach. Der Klassiker. Ich spiele eigentlich immer mit denen. Die sind aber wirklich easy, weil alles andere würden wie nett überleben. Wir spielen das 20 Minuten rund, also 20 Runden. Nicht Minuten, sondern Runden sind das ja. Boni soll es geben. Und die Settings sind soweit okay. So, let's go. Ich bin gespannt, wie viel wir diese Runde jetzt brauchen werden. Bin gespannt. Westernland. So, jetzt alles schön im Western-Style. Das ist auch sehr schön. Irgendwie bin ich jetzt früh aufgewacht und hatte gedacht, ey, ich habe einfach Lust, mal wieder das hier zu displayen. Und dann so, wieso machst du das jetzt einfach mal? Wieso bringst du jetzt nächstes Mal Party 2 mal wieder, um das fertig zu bekommen, ne? So, hier sind wir. Das ist das Westernland. Das ist ein... Also eine kleine Stadt von quasi, also eine Altwestern-Stadt. Ne? Shop to keep the Wild West. Also es ist quasi der Shop hier, das würde Wildwesten-Style beizuhalten. Und wir müssen den bösen Sheriff Bowser dran kriegen. Quasi he's wanted. Also hier, er wird gesucht. So, wie immer, durch das Würfeln wird gesagt, wer anfängt, der mit der höchsten Zahl fängt am schnellsten an. Das bin ich jetzt zum Glück, so. Mit 9. Ist ja fast das höchste quasi, was geht. Da kommt Peach und das fährt ist Donkey Kong. So, und zum Anfang bekommt die das hin. Coins, das heißt es sind Münzen. Das ist auch mal sehr nett. Danke dafür. So, und jetzt bin ich als erstes dran. Die Spielregeln sollten, denke ich mal, noch klar sein. Wenn nicht, haut euch die ersten nochmal an. Da steht, wie das geht. Die müssen halt möglichst viele Sterne und Münzen sammeln. Der am Schluss am meisten Sterne und Münzen hat gewonnen. Und deshalb wie ein Spielfeldbrett aufgebaut. Ist aber in jedem Mario Party Teil so. So, jetzt bin ich dran. Ich frage mich nicht, weshalb bei euch das auf einmal nicht mal ganz so im Vollbild ist. Ich habe keinen Teil. Vielleicht ist das wieder. Komisch. So, das ist irgendwie so ein Minigame. Auf das wir jetzt mal sehr gespannt sein können, wie es sein wird. Ah, und ich habe die Schatztruhe erhalten. Gott, Item. Ah. Nice. Ich glaube, das war richtig so, ne? Oder? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ein nices Feld. So, Mario macht nochmal dieselbe Prozedur wie wir jetzt hier. Interessant.
kann man leider nicht was bringen, gerade müssen wir zum Beispiel die anderen machen. Also mich wundert es, dass das manchmal ein Vollbild ist bei den Minigames, aber dann. Warte. Zeitweise wieder nicht. Das wundert mich ein bisschen. Aber. Ich hoffe, dass dieser Typ Bowser kommt. Nein! Kommt ein Pilz. Nicht. Also es ist ein bisschen Zahnfreude auch dabei, ihr merkt es schon richtig. Zufälligerweise nicht nur ein bisschen. Alter, ich jetzt halt dieser Sauce-Granted Enermatch nett, das ist voll in Ordnung so. So, der Stonke kommt dran. Und dann noch. Ja, und dann bin ich wieder dran. Und zum Schluss kommt immer eine 4-Player-Game. Das kann man alles schon lernen. Wie gesagt, schaut euch die ersten Parte nochmal an. Wenn ich mal genau wisst, wie es geht, dann. Dann hat sie es auch wieder dran. Ja, nach dem zweiten Teil können wir irgendwann einen dritten machen und so schön die Reihe so durchspielen, weil ich mag ganz die Mal-Party-Reihe. So, vor allem die Minispiel lustig, ist ja jetzt erst die Top 100 All-Time Mario Party. Nein! Ich bin am Anfang rausgerollt, ne, der mit seinem. Da gibt es ja diese Mario Party Top 100 Minigames. Ich bin auf jetzt von 3DS rausgekommen. Sobald ich meine tolle 3DS Capture Card habe, werde ich euch das auf jeden Fall zumindest mal zeigen. Deshalb will ich nämlich auch mal Party 2 durchbekommen, damit ich dann die Top 100 Minigames machen kann. Dafür, weil es halt wenigstens die ersten beiden gebracht haben. Und zum ersten wird es irgendwann nochmal einen Reloaded geben, weil das so grottenschlecht damals aufgenommen war mit meiner neuen Capture Card. Das ist mit meiner alten Capture Card damals noch. Das ist aus das einfach. Nicht muten möchte. Ja, das mal hier ganz ehrlich gesagt, ne. Deshalb kommt dazu definitiv ein Reloaded. Ja. Ja, und das wollte ich jetzt einfach hier wieder aktiver prüfen, so das Let's Play ist so. Gut so, und macht auch Spaß, ne. Und wie gesagt, im zweiten Teil wird es abschließend, bevor dann Mario Top 100 Minigames dann kommen. Was das als Let's Play sein wird, muss halt schauen. Und dann kommt dann irgendwann nach der dritte Teil und so weiter und so fort halt, ne? Genau. So, ich probiere davon übrigens das einmal eine Woche oder so dazu bringen. Planmäßig, wenn es hinhaut. Ne? Hä, was hätte es machen müssen, Alter? Ich bin doch. Ach du Scheiße, ey. Seid mich vielleicht davor mal los durchlesen, wie das funktioniert. Das wäre denkbar besser irgendwie. So, jetzt tippen wir auf Mario, der gewinnen wird. Und Peach wird jetzt am ehesten wegfallen, genau. Dann tippe ich echt auf Mario. Ah, ob es ein Fehler war? Der Donkey Kong war davor da, ne? Ah, es war ein Fehler, okay. Aber zum Schluss doch eine sehr knappe Hose, ne? Wer letztlich gewinnt, interessant. So, ich bin Dritter mit Mario, das müssen wir umändern. Nee, Vierter, oh. Okay. Ist immer bei mir so. Anfangs bin ich in meiner Party immer so. Lunge ist weit unten und zum Schluss wird es ja meistens einigermaßen, aber natürlich. Und da sind wir uns einig, Mario Party ist eine geile Glückssache. Wenn man Glück hat und gut würfelt und. About for right. New map. Ich gehe mal auf den Loop. Won't be need a ride, well, I reckon that I do take care now, you see. Ah! Lol. Okay. Das habe ich gerade nicht verstanden, aber okay, also. Ja, lol, da kann einfach. Alles klar, was würfelt der denn hier jetzt hier? 15 Felder kann der gehen, dieses Klacker, ey. Okay, gut, nichts von mir. Das ist immer mal etwas. Soll ich jetzt wieder Vierter werden? Gut, wenn ich das erste dran komme, ist am Schluss aber auch meistens so. Und der das letzte dran kommt, ist halt eher Erster. Weil der dann in der Runde am meisten gegangen ist mit dem Ganzen.
Es kann jetzt eigentlich deutlich weitergehen als ist. Es ist. Ja, lol. Ja, wurde ich überfahren, du Bit. Oder wie? Ja, geil. Hat Pete verdient, dass er jetzt gerade das. Hui, aber der Silvesternzug ist. Gar nicht mal so ungefährlich, ne? So, jetzt gibt's wieder ein 4. Nee, doch ein 4-Player-Game. Erstmal gibt's noch ein versus den Rest-Player-Game. Jetzt haben wir uns mal besser durchlesen, um was zum Henker es in diesem Game eigentlich geht. So, ich glaube, das ist nämlich notwendig. Urban Sip, Quick Lamp to the Top 8. Okay, will eher so. Okay. Okay, man muss eigentlich nur so gut für die Steuerung, ist das, was ich meistens nicht weiß. Der Rest erklärt es von selbst, aber was haben wir? Hä? Alter, die Steuerung möchte mich doch mobben, oder? Hier? Ich immer als erstes runter google, das ist doch nicht schön. Mann, ich muss extra sofort, wie es geht. Ich muss mich doch erst hier alles mobben. Ist ja sowas von. So, Peach gewinnt, war auch kein Wunder mehr. Hätte das alles eh gewonnen, auch wenn sie so verreckt wäre. So kurz vor dem Ziel. Hätte Peach, glaube ich, so oder so gewonnen. Ey. Ja, weiter geht's hier, Mann. So, ich bin dran. Da war ja was, so. Echt mal zurückerinnern. Also, bin ich immer noch Vierter, aber ich kurve mich hier Step by Step weiter nach vorne. Das ist ja sehr so. Oh, und da macht er selbst den ersten Stern, der so Mario geht. Sieß. Ich glaube, bis jetzt war es immer so, wenn man keinen Stern hat, die meisten Münzen haben, sind Erster. Die hat am meisten Stern haben, sind dann eben Sterner Erster. Und deshalb ist jetzt Mario und den Erster, weil der einen ersten Stern hat. So, mal schauen, wo das zweite Stern hinkommt mit dem Tod. Hoffentlich in meiner Nähe. Ach du heiliger Bimbam. Wahrscheinlich habe ich das Pech und werde einfach instant dran vorbeilaufen. Ich sag's jetzt schon voraus, weil an sich habe ich, bis ich mein Tod dann erscheinen würde, genug Münzen dafür, ja? Aber. Ja, doch, eigentlich muss das hinhauen. Wenn ich jetzt beim Minigame gewinne, habe ich halt erst genug Münzen. Nee. Weil ich laufe dran vorbei an dem. Oh Gott. Okay, ich glaube, ich kann den Stern jetzt vergessen. Das macht strategisch alles keinen Sinn, was ich mir gerade so denke. Gott. Ja, ich mache einfach eine Münze an dir, ey. So, ich komme wieder an 4-Player-Minigame. Was habe ich mich diesmal besser anstatt? Immer noch so dumm. So, Cell sorgt. Das hatten wir auch schon, oder? Nö, das ist auch so. Praktisch, ich glaube, das ist üben, ne? Genau. Okay, wir probieren es einfach mal aus und schauen, ob das was wird. Aber gut so, dass wir eben Zeit noch üben kann. Fuck. Nein! Ich bin jetzt also raus, weil ich weiß, wie es geht. Gut zu wissen. Und das ist ein, wenn man es halt nicht gerade am Anfang rausfliegt, meiner Meinung nach lustiges Minigame. Weil du es auch in der Lage ist, Fun zu machen. Hui, das ist ein interessantes Battle. Mario vs. Donkey Kong, ja? Gewinnen. Wenn die ganze Zeit nur gegen das Ding schießen, wird das nichts, meine Lieben. Was macht denn Donkey Kong da auch, wenn es heiße? Ja, verdient Mario in dem Fall, weil Donkey Kong die ganze Zeit nur gegen diese Bande da schießt. Kannst du auch nicht so werden. Donkey Kong, Busch, verbessern deine Hörner anzuhalten, ne? Und nachdenken. So in etwa.
Pizza. Eine Runde machen wir jetzt noch. Mal schauen, ich werfe die 3. Ein Stern fehlt mir. Eine! Jetzt hätte ich genug Münzen gehabt! Ja, eine Münze hat mir gefehlt. Das war so ein Pass, ey. Wir hätten das hier nicht so safe, jemand vor mir schnappt. Das wäre so klar, einfach mal. Hey, sowas regt auf. Sowas regt auf. So, jetzt macht Mario wieder ein alleiniges Minigame, wo wir als der Rest, also wenn wir wieder nur zuschauen können, hilft nix. Oh, der trifft einen Bowser. Ja, besser blöd gemacht, Mario. Aber ich glaube, er verliert nichts. Er bekommt da nichts dazu, aber er verliert halt irgendwie auch nichts, ne? Und das ist so dann akzeptabel. Wir hatten das Pizza jetzt gleich den nächsten Stern krallt. Ist ja so klar, weil die geht dann schon immer näher und näher. Tobi hat Angst, dass sie ihn einfach nimmt, so in etwa. Oh-oh. Jetzt kommt ein bisschen Trouble für unser Donkey Kong hier. Was ist denn dieser Milchladen da? Der sagt mir nämlich noch gar nichts. Interessant. Für 20... Irgendwas gibt es da so ein 20 Münzen. Kann man mit den Mills oder sowas holen? Interessant, interessant. So, das letzte 4 Player Game für diesen Part hier. Daisy Dancing. Okay. Tanzen war nicht so meins. Rekord. Okay. Move, Sam, Attack. Okay, drück mir mal R. Ich glaube, jetzt bin ich jetzt im Practicing? Nicht, ne? Na toll. Da wird jetzt einer ganz windig hier. Muss irgendwie zur Note hin oder? Ach du heilige, ja, das musste man. Zumindest es Peach jetzt gemacht hat. Aber ey, das liegt mir wieder richtig, dass Klischee, dass Frauen noch besser tanzen können. Aber wenn das mit Tanzen nicht wirklich so viel zu tun hatte. Ja, ist mal schauen, das ist vor allem im Mini-Spiel mal ein bisschen bessere Resonanz erzähle, wie das bis jetzt, weil das ist ja nicht zufriedenstellend. So, Yoshi starts und zwar im nächsten Part. Für diesen bedanke ich mich ganz herzlich beim Zuschauen. Ich hoffe, ihr freut euch auf das Display, dass es weitergeht. Verfolgt das jetzt auch wieder. Genau. Deswegen sage ich, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Und ciao!